ich kann nichts falsch machen. Wieso kann ich nichts falsch machen? Das ist doch wohl ganz selbstverständlich, weil ich etwas ist, was erlebt wird. Und was erlebt wird, hat überhaupt keine Macht in sich, etwas zu machen oder etwas nicht zu machen. Also, was passiert, passiert. Ganz ungeniert. Keiner wird vorher gefragt, ob das jetzt so oder so sein soll. Und falls wer gefragt wird, haha, du, darf ich mich jetzt mal hinsetzen? Ha, dann ist das wohl ein guter Witz der Existenz. Oder darf ich jetzt mal aufstehen? Dann fragt das Sein sich selbst, ob es mal was machen darf. Aber jetzt mal zu diesem Ich-Zustand. Der Ich-Zustand ist ein Zustand, bei dem ich ja Zustände bekommen könnte. Also im Ich-Zustand bin ich völlig auf mich reduziert als ein Objekt mit Baudaten, emotionalen Eigenschaften, Fähigkeiten, Aussehen und so weiter. Ist das nicht fantastisch? Und im Ich-Zustand ist diese Verrücktheit eingekehrt, dass ich mich von dem, was ich erlebe, getrennt fühle. Ich und die Welt. Und schon beginnt Kontrolle, Macht und was auch immer, Angst. Bevor die Welt mich kontrolliert, bevor das Leben mich kontrolliert, versuche ich, das Leben zu kontrollieren. Und schon ist Kampf da und dieser Kampf wird zum Krieg. Und dann will ich noch mehr kriegen und je mehr ich kriegen will, bin ich noch mehr im Krieg mit dem. Ja. Und das alles nur in diesem Ich-Zustand. Und der Ich-Zustand kann sich natürlich nicht erdenken oder es kann nie sehen, wie es ist ohne ich. Wie ist es ohne ich? Naja, wie immer halt. Haha, ohne ich. Haha. Aber ganz selbstverständlich. Ohne ich ist ohne ich. Nur ein Ich und ein ichloser Zustand kann nicht das sein, was ich bin. Das, was ich bin, muss mit Ich-Zustand Erlebnis da sein. Und auch wenn kein Ich-Zustand da ist, ist es das. Also das, was ich bin, ist nicht durch einen Ich-Zustand irgendwie gestört, obwohl es ja manchmal so vorkommt, dass das Ich-Störung ist, weil ich tendenziell irgendwie im Konflikt mit dem ist, was ist, mit, ja, weißt schon, was ich meine? Ja, ich weiß schon. Also, und wenn kein Ich da ist, ja, dann ist wohl auch keine Störung da. Hahaha, das ist ja diffusil, perplex, phänomenal, aller Paradoxien, die ich schaffen könnte, können nicht das erreichen, was ich bin. Was bin ich? Ich bin das, was ist. Ich bin nicht zu vermeiden. Und wenn ich nicht so auftauche, dann tauche ich halt anders auf. Oh nee, das ist wieder, da gibt's keine Brücke, das kann nicht sein. Das, was auftaucht, taucht auf, aber ich bin doch nicht das, was auftaucht. Das, was auf und abtaucht, ist einfach das, was auf und abtaucht. Das ist die reale Realisation von dem, was ich bin, was nie auftauchen kann. Weil es ist. Das, was ist, taucht nicht auf und taucht nicht ab. Was taucht auf? Was taucht ab? Was taucht auf? Was taucht ab? Könnte ich es in Worte fassen? Ist es nur ein Hi-Ha-Hu? Doch das, was ist, ist viel zu lebendig, um es jemals beschreiben zu können. Ha! Mit wem spreche ich? Mit mir selbst. Ich bin ein voller Angeber. Wobei ich nie irgendwas angebe beim Angeben. Und es gibt keinen Weg, wo man hingehen könnte. Es vollzieht sich alles in dem, was ist. Und dann eine Traumreise von Ort A nach B, ein Lebensanfang und eine Geschichte von mehreren Jahren. Und wenn sie vorbei sind und keiner mehr eine Erinnerung dran hat, wo sollen sie je gewesen sein? Ja, dann kann ich eh nicht mehr da sein, wo ich nicht bin. In der Dunkelheit meines eigenen Nichtwissens. In dem Nichtwissenden, was ich bin. Wenn ich mich selbst nicht mehr wissen kann.
Wenn ich aufgebe, mich kennen zu wollen, wieso sollte ich das aufgeben? Weil das ist das Leiden. Immer wissen zu wollen, wer bin ich? Und dann in der Idee, wenn ich dann was haben könnte, wissen könnte, könnte ich mich drum kümmern. Und das, was ich jetzt weiß, was ich bin. Aber schaust dir an, alles, was du bis jetzt über dich herausgefunden hast und über was du dich kümmerst, ist einfach nur der Kümmerling. Kümmerling. Die Liebe, huhuhu, die Liebe, huhuhu, ist ein schönes Wort. Brauche es für Liebe immer zwei. Einen, der die Liebe braucht, einen, der sie geben kann, einen, der sie empfängt. Wir sind die Anbeter der Dualität der Liebe. Liebe, das, was Liebe ist, kennt kein zweites. Das, was Liebe ist, weiß nicht mal, was Liebe ist. Das ist das, was niemand Leben braucht. Völlig lieblos. Das Ende der Liebe und der Leidenschaft ist das Ende der Zweiheit. Und dann ist nur noch das übrig, was Liebe ist, was keinen braucht, der irgendwen oder irgendwas lieben könnte oder nicht lieben könnte. Boah, hey, Master Makindu, Baski Baski. Hohoho. Lalala. Lalala. Titi. Hey, lalala. Tutu. Wo kann man ausschalten hier? Ein Apparat. Filmapparat.